Das genügt. Schön hat die Musik das Bildnis begleitet. Josef Suk, das würde man nie glauben, dass hier überhaupt sein Werk, der heilige Wenzel, erklingt. Suk, das ist tönender Jugendstil, stets mit einem Schimmer sanfter, lieblicher Süßlichkeit. Thomas Manns hat als ausgesprochener Bewunderer eines Richard Wagner die Musik des tschechischen Komponisten gemocht. Etwas merkwürdig, würde ich meinen. Über Thomas Mann denke ich schon lange nach, und es kommt mir stets nicht in den Sinn, was er eigentlich mit seiner ganzen Familie, die ich damals kennenlernte, für einer war. Unsere ganze Familie fuhr stets Anfang des Sommers ein Stückchen von Ostpreußen weg, und zwar an die kurische Nährung, wo das Dorf Nieden lag. Die Eltern mieteten sich für einen ganzen Sommer im oberen Stock des Hauses bei Hinzes ein, das in der Nähe des Hauses von Thomas Mann unter einem Hügel stand. Und jetzt ein wenig Sentimentales. Nach so einer langen Zeit bin ich in meinem Münchner Appartement mit drei Katzen allein. Hab keinen Partner mehr und bin kinderlos. Rings um mich herum ist allmählich alles verstorben. Man gewöhnt sich an Einsamkeit. Ich wollte mich nie so an diese alte Zeit erinnern. Doch jetzt habe ich immer mehr Zeit dazu, um nachzudenken, was einmal war. Und um die Wahrheit zu sagen, bin dessen voll. Es tut weh. Ich habe in meinem Leben genug erlebt, doch das, was wir damals gemeinsam erlebten, sehe ich, als wär's heute gewesen. Deren Augen, ihre Augen, die Augen der Manns, von Klaus und die meines geliebten Golly. Aber zurück in unser Nieden. Man schreibt das Jahr 1931, es war Sommer. Das bin ich, der Junge bei dem Baum im Wald, wie immer. Dort konnte man so viele Dinge tun. Mein Name ist Otto. Damals war ich 20, als ich in dem einzigen Sommer Klaus kennenlernte. Die ganze warme Zeitspanne hatten wir für uns. Aber was machen wir hier? Das ist eines von unseren Spielen. Und solcher gab es mehrere. Wir begegneten uns an verschiedenen Orten, die am halben Weg zwischen Thomas Manns Haus und dem Strand lagen. Der Weg von dem Haus zum Strand
führte durch einen Wald und dauerte 25 Minuten. Darüber hat Klaus sogar irgendwo geschrieben. Na was denn, ich denke, darf man das nicht? Klaus war ein schöner junger Mann. Er hatte blaue Augen und braunes Haar nach hinten gekämmt und eine schöne Hautfarbe, oft in Hemden, Sakkos und Pullovers mit Knöpfen gekleidet, gegurtet durch einen schmalen Gürtel. Auch Pumphosen, die damals gerade in Mode waren, oder einen Anzug hat er getragen, unterwegs stets mit eleganten Schuhen. Es war der älteste Sohn von Thomas Mann. Dafür brauchst du dich doch nicht schämen, oder? Mach doch eine Erde. Aber ich pinkelte nur. Na sicher. Ist egal. Ich will, dass du weiter tust. Ja, ich mach weiter. Wie schön ist der Jüngling aus Böhmen? Ja, vielleicht. Otto, wie schön ist hier, aber du musst zu liegen und alles rund um zu genießen. Macht bitte weiter. Da schaue, wer ist denn da? Darf ich da mitmachen, bitte? Ja. Danke. Danke allem hier. Aber was machen wir denn da? Wartet mal. Was werd ich denn machen, Pinkel? Darf man das nicht? Was reden wir denn jetzt? Dafür nicht schämen. Dafür brauchst du dich doch nicht schämen. Mach doch eine Erde. Ja, dafür brauchst du dich doch nicht schämen. Mach doch eine Erde. Aber ich hab nur gepinkelt. Gewiss, das ist egal. Ich will, dass du weitermachst. Ja, ich mach weiter. Ah, wie schön ist der Jüngling aus München. Ich weiß, es schaut so aus, als würden wir seltsame Dinge treiben. Damals, in dem Alter, kosteten wir jede Sekunde unseres Beisammenseins aus Grenzen des Unbekannten sprengend. Neue, angenehme, nicht unangenehme Erlebnisse. Jedenfalls wenigstens für mich. Man könnte sagen, es war so eine Lebensprüfung für uns.
mit Erlebnissen von Klaus konnten wir uns in dieser Hinsicht allerdings nicht vergleichen, da er als Älterer schon erfahrener war. Wir haben zu ihm aufgeschaut. Ich hab schon vergessen, wie der Blonde hieß. Einmal gesellte er sich zu uns, oder Klaus hat ihn zu uns geführt. An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Er war begeistert, duftete nach frischer Luft und geräuchertem Fisch. Er stammte direkt aus Nidden. Bravo, Applaus! Cardi! Ach nein! Ach Scheiße! Auch so war's. Wir haben uns vor nichts gefürchtet. Wer jetzt lacht irgendwo in der Welt? Ohne Grund weint in der Welt, weint über mich. Wer jetzt lacht irgendwo in der Nacht? Ohne Grund lacht in der Nacht, lacht mich aus. Ich komme bald. Jetzt ich. Klaus las uns oft vor. Er wählte ein Buch des öfteren Rilke wegen mir und las es dann herrlich vor. Wir hatten entweder zugehört oder in dem Augenblick unsere Fantasie genutzt. Klaus, lies uns was laut vor, bitte. Ja, ich will für euch nur was aus. Hier, ich hab's. Männer und Frauen, Männer, Männer, Frauen und Kinder, welche anders sind und bunt, und ein Haus und dann und wann ein Hund. Und Schrecken lautlos, wechselnd mit Vertrauen. Ja, also das willst du uns vorlesen. Was? Nein. So, und jetzt lies. Mein Gott, sei dir schwer. Lies. Und der ein Haus und dann und wann ein Hund und Schrecken lautlos, wechselnd mit Vertrauen. O Traue ohne Sinn, o Traum, o Grauen, o Tiefe ohne Grund. Ich legte mich im Wald ins hohe Gras. Es duftete stets so herrlich wie zu Frühlingsbeginn. Ich konnte nicht widerstehen und hab mich darin gewälzt. Es zwickte mich schrecklich, aber wärmte mich auch. Doch ich wollte so lange als möglich darin ausharren. Ich schlief ein.
Oder womöglich ist's ein letztes Mal. Damals hat er recht gehabt. All das Herrliche kehrte nie mehr zurück. Wir hatten mit Golo unsere verborgenen Plätze, von denen nur wir beide wussten. Ich vermute, dass Klaus davon nichts wusste. Er war nur einen einzigen Sommer dort. Ich wartete stets auf einem zuvor verabredeten Platz. Ich war als Erster dort, so hat sich Skolo gewünscht. Oftmals war es gegen Abend. Manchmal ließ er auf sich sehr lange warten, auch einige Stunden. Das Warten war unendlich. Golo war der zweitälteste Sohn Thomas Manns. Entgegen Klaus hatte er dunkelbraunes Haar und dunkelbraune Augen. Sein durchdringender Blick. Was damals wirklich geschah oder nicht, weiß jetzt schon keiner mehr. Ich schätze mich glücklich, einer der wenigen zu sein, die kurze, aber dennoch so intensiv schöne und besondere Augenblicke in der Nähe von Manns Familie erleben durfte. Noch etwas, um es mit Thomas Manns Worten auszudrücken. Die Liebe ist das, was zählt, was entscheidet.